Brücke erobert. Corporal Howard. Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Es ist verdammt viel mehr fällig als das. Kommt schon her! Wir haben gerade Geschichte geschrieben. Als Erste über den Rhein. Was guckst du so, Dutcher? Wir wissen von einem Gefangenenlager in der Nähe. Davis hat angeordnet, auf Autorisierung für einen Einsatz zu warten. Aber Sie wissen ja, was wir von solchen Befehlen halten. Verstanden, Sergeant. Okay. Unser Platoon hat den ersten Brückenkopf am Rhein errichtet. Jetzt rollt unser Konvoi ins Herz von Deutschland. Das heißt, der Krieg wäre so gut wie gewonnen. Nicht für mich. Erst wenn ich das gefunden habe. Epilog, nachdem wir die Brücke bei unserem Oststation verlassen hatten, durchsuchten wir die Lager auf dem Weg. Ich dachte, ich wüsste schon, wie Grausamkeit aussieht. Ich wusste gar nichts. Aber eins ist sicher. Ich werde diesen Anblick nie vergessen. Die Überlebenden sagten, man hätte die anderen Kriegsgefangenen, zu denen auch Sassmann gehörte, in ein kleineres Lager 3 Stunden östlich gebracht. Ich konnte nur hoffen, dass er noch lebte. Das Letzte. Das sieht mir nach Arbeitslager aus. Na los. Ich finde, hier sieht's verlassen aus. Die müssen gerade weg sein. Da drüben ist eine Baracke. Daniels, sehen Sie sich das mit Steilzahner Yellow? Mir nach. Ah, krass, wirklich original Nachrichten, Alter. Total cool. Ist nicht hier? Achso, er macht auf. Das waren unsere Leute. Hol die Kamera raus. Die Welt muss es erfahren. Sie mussten dahin vegetieren wie Tiere. Wie es aussieht, gab es hier nichts als Prügel, Knochenarbeit und Hungerration. Hier drüben. Scheiße. Nazis haben unsere Leute kaltblütig ermordet. Kein Feuer der Welt macht das ungeschehen. Ich schätze, hier wurde ein Exempel statuiert. Sie haben die Schwächsten abgeschlachtet. Alle, die zu langsam waren. Daniels, hier drüben. Daniels, das müssen Sie sehen. Die Spur führt zu den Feldern, da wurden Sie hingetrieben. Dann ist das unser Ziel. Erwarten Sie nicht zu viel, Corporal. Es war ein Versprechen an Sassmann. Wir finden ihn. Ob wir ihn lebend finden, ist was anderes. Sergeant, ich gehe vor. Sassmann!
schneller! Red! Red, erschieß ihn! Es ist wie ein Teufelskreis. Was ich getan habe. Was ich hätte tun sollen. Als ob mich mein ganzes Leben darauf vorbereitet hat. Wir müssen nach Hause, kleiner Bruder. Du bist dort im Schnee gestorben. Und nur weil ich nicht... Verdammt. Ich komme, Sussman. Du wirst nicht sterben, Bruder. Nicht jetzt. Nicht heute. Sussman! So. Und tschüss. Es ist vorbei. Ich träume wohl. Was ist geschehen? Ich dachte, wir bleiben zurück. Und ich sterbe hier ganz allein. Hier, trink. Schön langsam. Du hast immer auf mich aufgepasst. Und irgendwie auch heute. Es gibt nämlich nur eins, was dich auf dem langen Marsch antreibt. Und das sind die Brüder, die bei dir sind. Die Geschichte rief, und sie folgten. Von überall her zum Kampf für Frieden und die Freiheit. Ich danke ihnen. Und die Welt dankt ihnen. Und wo immer sie auch sein werden, sie gehören für immer zu einer Bruderschaft von Helden. Ja, das war's, Freunde. Sussman wollte, dass du den kriegst. Ja, du brauchst ihn mehr als ich. Wegen Junior. Hast du wohl kein Vertrauen? Ja, das wird schon. Gentlemen. Queens! Der verlorene Sohn kehrt heim! Und, kommst du zurecht? Ich gehe noch mal zu Sussman. Sergeant? Kehren Sie jetzt heim? Ich bin daheim. Wollen Sie nicht auch bleiben? Ich vermisse Texas schon viel zu lang. Alles Gute, Bauernjunge. Danke. Und wenn mein Sohn fragt, wo ich war, sage ich, ich war bei der Ersten. Und dem irren Bastard Pierce. Hm. Gar kein Ausdruck. Falls du mal nach Chicago kommst. Sehr gerne. Oder vielleicht überrasche ich dich zuerst in Longview. Du wärst willkommen. Weißt du, als sie uns mitnahmen, raubten sie uns nicht nur die Freiheit. Auch wenn wir zusammen waren, waren wir doch allein. Es ging uns nur ums Überleben. Aber du hättest als Held heimfahren können. Warum bist du es nicht? Ich sah dieses Leben. Ich konnte es nicht. Bis zum Schluss.
Der Traum war anders letzte Nacht. Diesmal kamen wir nach Hause. Zusammen. Ich höre immer noch die Wölfe, Paul. Manchmal sehe ich sie sogar. Du brachtest mir bei, sie abzuwehren. Darum gehört das dir. Weil ich durch dein Opfer lernte, dass ein Held alles riskiert für seinen Bruder. Und für mich bist du beides. Jo, das war die Story. Also ich kann dir schon empfehlen. Also sag ich mal, wer nicht auf den Multiplayer-Modus Bock hat, die Story ist hammergeil. Das ist jetzt wirklich das, was der Call of Duty immer mit kann. Auch wenn es nur, glaube ich, 6 Stunden waren das insgesamt, mit gestern mitgerechnet. Die hat richtig Bock gemacht. Gerade wenn ich mich an die Kriegsserie Band of Brothers immer wieder erinnert hat an manche Szenen. Dann am Anfang D-Day war ja der Soldat James Ryan und danach dann Arden und so. Das war die Band, war ja Band of Brothers. Die macht richtig Bock. Ja. Also den neuen Abspann noch durchziehen. Vielleicht kommt dann am Ende noch ein Video und dann werde ich den Stream dann beenden. Und ich werde mich dann die Tarnen ransetzen und dann die ganzen Missionen dann alle extra hochladen als Let's Play. Juti, dann sage ich schon mal ciao ciao und bis die Tage.